Scharlach, jeder hat schon mal gehört, aber was genau verbirgt sich nochmal dahinter? Scharlach ist eine akut auftretende Infektionserkrankung des Halses, die vorwiegend Kinder im Lebensalter zwischen 4 und 10 Jahren betrifft, und zwar vor allem im Winter auftritt. Sie wird übertragen durch Tröpfchen, also vorwiegend durch Husten und Niesen, und verursacht wird die Erkrankung durch sogenannte Streptokokken A. Und weil sie eine bakterielle Erkrankung ist, kann man sie sehr gut mit Antibiotika behandeln. Was man nicht kann, ist, sich dagegen impfen zu lassen. Und leider hat man nicht mal einen lebenslangen Immunschutz, wenn man sich einmal infiziert hat. Das heißt, auch Erwachsene können sich nochmal wieder mit Scharlach infizieren.